Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute haben wir ein weiteres Pack-Opening am Start. Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute haben wir ein Pack-Opening am Start. 200 bis 300k werden wir heute verziehen und wir haben richtig geile Karten am Start. Wir haben hier das League Team of the Season, dann noch das Serie A Team of the Season. Dann haben wir noch das Benelux Team of the Season und das Rest der Welt Team of the Season. Und dann haben wir noch ein geiles Team of the Week mit Lewandowski, 89er, Jack Wilshere und André Apfelschürle. Richtig geile Karten kann man hier heute ziehen und wir werden 200 bis 300k ziehen. 15 K-Packs haben wir am Start, die werden wir alle öffnen. Und das wird natürlich ein Best of Team of the Season Pack Opening. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim ersten guten Pack. So Freunde, das allererste 15k-Pack wird gleich mal geöffnet und das überspringen wir auch gleich und wir ziehen im ersten Pack leider nichts. Der war noch im Team of the Season der Liga BBVA, jetzt ist er leider nicht mehr drinnen. So Freunde, das zweite 15k-Pack, ich bin guter Hoffnung und ich hoffe, dass wir jetzt was Geiles ziehen und wir bekommen Insigne leider nicht im Team of the Season der Serie A. Dann haben wir hier noch Kutschke und Lovren, leider keine exzellenten Spieler und das können wir alles mitnehmen. Hunter Kimi-Style haben wir auch noch am Start. Nicht schlecht. So Freunde, das dritte Pack. Somit haben wir dann schon 45k auf den Kopf gehauen. Und das öffnen wir jetzt. Und wir bekommen einen Team of the Season. Und es ist Gabbiadini. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Aber der hat ja mal richtig geile Werte, Freunde. 88 Tempo, 84 Schießen. Erstbesitzer natürlich hier am Start. 1,86 groß, hochgering. Und 3 Sterne Skills, der sieht gar nicht schlecht aus, Freunde. Leider nur ein 80er Rating. Ich hoffe, dass man den noch wegkriegt. 30 bis 75k. Naja, Freunde, den kriegt man nicht mehr gut weg. Deswegen denke ich mir, den behalte ich lieber. So, Freunde, nächstes Team of the Season. 15k-Pack. Es gibt so geile Spieler zu ziehen. Und wir bekommen Leno, Bernd Leno vom Bayer Leverkusen. So Freunde, nur ein kleiner Tipp am Rande, ich habe hier meistens solche Spieler drinnen, die ich so für 300 Startpreis und 4900 Sofortkaufpreis oder zum Beispiel hier 4800 und 200, denn es gibt noch sehr, sehr viele Coinseller und die wollen ihre Accounts sozusagen mit den Coins füllen und dann stellen sie eben selber solche Spieler rein und dann kaufen sie unabsichtlich meine Spieler. Das ist mir richtig oft schon gelungen, damit habe ich locker schon 200k Gewinn gemacht. Also nur so ein Tipp am Rande, stellt die einfach so rein hier für solche Preise und ja, da könnt ihr einfach Bronze Packs ziehen für 400 Coins, das schadet keinem und da macht ihr auf jeden Fall einen guten Gewinn, Freunde. So, dann haben wir auch schon das nächste 15k-Pack am Start und das wird übersprungen und wir bekommen leider hier vorne nichts, vielleicht da hinten noch ein Arjen Robben, nein, leider nicht. So, nächstes Pack, nächstes 15k-Pack und wir bekommen Nasri mit einem 84er Rating, das ist gar nicht mal so übel. So Freunde, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass wir genau bis 400.000 Münzen abziehen werden, sodass wir dann eben 400.000 Münzen noch haben. Und jetzt ziehen wir Hamsik mit einem 83er Rating und sonst denke ich, haben wir hinten auch nichts Interessantes dabei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Pack. So Freunde, nächstes 15k-Pack. Ich hoffe, dass wir jetzt mal einen geilen Spieler bekommen. Wir haben erst einen Team of the Season und jetzt ist es Willian geworden. Das muss auf jeden Fall noch besser werden, Freunde. So Freunde, wir werden jetzt noch 15k-Packs öffnen und dann schauen wir mal, was uns das 5. Pack bringt. Und es bringt uns Mario Gomez von Fiorentina. Leider ist er nicht im Team of the Season. Modric haben wir hier gezogen. Das ist auf jeden Fall kein schlechter Spieler mit einem 87er Rating. 4 Sterne Week für 4 Sterne Skills, dazu sehr, sehr gute Arbeitsraten und gute Werte. Einen Team of the Season will ich noch ziehen. Und es ist immer noch keiner, aber ich hoffe, dass wir ihn noch ziehen werden. Ich werde nicht aufhören, bis wir diesen Team of the Season haben. Ich werde nicht aufhören, bis wir diesen Team of the Season haben. So Leute, ich werde jetzt noch so lange Packs ziehen, bis ich endlich einen weiteren Team of the Season Spieler habe. Ich will ihn heute haben, einen geilen Spieler, und wir bekommen nur Patrice Evra. Ich habe jetzt das Gefühl, dass da ein Zlatan Ibrahimovic Team of the Season drin ist, aber es ist nur Giroud. Aber Freunde, mehr als 3 Packs kann ich auch nicht mehr öffnen, denn ich brauche die Coins ja auch noch für weitere Pack-Opening-Serien und so weiter. Und jetzt ziehen wir Matuidi Team of the Season. Ja, Mann. Ja. Was ist der Wert? Jungs, was hat der für Werte? Was hat der für Werte? Alle Werte über 80. Ich pack mein Leben nicht mehr. So wenig? Oha.
Aber er verkauft sich und somit gehen wir mit einem Gewinn aus diesem Pack-Opening. Ich bin richtig, richtig happy. Ich hab's jetzt echt nicht mehr erwartet. Aber Matuidi ist doch schon mal ein richtig geiler Spieler in einem 15K-Pack. Sonst haben wir, denke ich, nichts mehr Geiles am Start. Matuidi ist einfach ein richtig kranker Spieler. Alle Werte über 80 und somit ist das dann doch noch ein richtig geiles Pack-Opening geworden. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben bewerten könntet. Schaffen wir die 20 Likes für dieses Pack-Opening mit Matuidi 90er Rating. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bedanke mich fürs Zusehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich sage wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.